für die Inquisition und mich. Nachdem ich aber leidlicherweise feststellen musste, dass du nicht bereit bist, die Wahrheit zu erkennen, werde ich einfach an der Stelle weitermachen, die der verehrte Dedesa bereits vorschlug. Mit der Folter. Denn eines scheint gewiss, das Böse bleibt immer das Böse. Ihr wollt die Wahrheit über euren Freund Dedesa. Ihr sollt sie hören. Was hat Dedesa mit deiner Wahrheit zu tun? Die Wahrheit ist... Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Nicht? Und somit bin ich keine Hexe. Dedesa kam in das Haus des ehrenwerten Kolon und brachte ihn um. Dedesa? Und ich war Zeugin. Deshalb wusste ich, dass er sterben würde. Hä?